Hey Anna, wir sind jetzt fast seit einem Jahr auf Sendung. Krass, stimmt. Ja. November 2022 sind wir gestartet. Mhm. Jetzt sind wir eine Kerze auf der Torte. Wir zahnen vielleicht gerade und sabbern alles voll. Ja, da sind wir schon durch. Ist das schon, okay. Da sind wir schon so langsam durch, aber wir checken halt gar nicht, dass wir Geburtstag haben. Wir checken es halt gar nicht. Also was auch geiler ist als Geschenke, ist halt das Geschenkpapier. Dann machen wir jetzt so, reißen so dran rum und knistern damit so. Nächstes Jahr, da sind wir dann schon so, da checken wir es dann. Aber das passt eigentlich ganz gut zu uns auch, oder? Das beschreibt diese Situation. Das beschreibt diese Situation perfekt. Und ich habe eine Frage an euch da draußen. Und zwar, es gibt ja bei Spotify diese neue Funktion, dass man Fragen stellen kann der Community. Und normalerweise ist das immer auf die Standardfrage gestellt. Und die Standardfrage lautet, wie hat dir diese Folge gefallen? Da kriegen wir übrigens fantastisches Feedback jede Woche. Ich lese das jede Woche, was ihr uns dort schreibt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich würde die Frage jetzt mal ändern diese Woche. Und zwar in, was war eure Lieblingsfolge bisher? Weil es würde mich wahnsinnig interessieren. Aus einem Jahr Darwin gefällt das Stories. Was ist euer Lieblingsfail gewesen? Was ist dein Lieblingsfail, Christian? Also von den neueren Folgen ist es so diese Ferienlagerfolge mit dem Typ im Gartenstuhl, einer meiner Lieblingsgeschichten, der einfach versucht hat, einen Heißluftballon mit seinem Gartenstuhl zu bauen. Die Geschichte liebe ich. Das stimmt. Ich mag diesen Typen auch sehr. Er ist mir auch einfach bis heute sympathisch, obwohl er wirklich was wirklich Dummes gemacht hat. Eine meiner jüngeren Lieblingsfolgen ist die von den Kokovoren. Ja. Da muss ich echt auch noch häufiger dran denken. Also auch tatsächlich immer, wenn ich irgendwas wie Bounty oder so sehe, dann muss ich an die denken. Die sind jetzt eingebrannt in mein Gehirn. Du hattest übrigens auch vor ein paar Episoden mal versprochen, dass du Zwieback mit Kokosnussgeschmack mitbringst. Ich hab das immer noch zu Hause. Ich kann es morgen mitbringen. Seit du das gesagt hast, ich kann an nichts anderes denken. Das ist so geil. Das kann halt nicht sein, dass das geil ist. Es ist geil. Aber genau, wir werden es für alle, ein für alle mal klären. Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Buch für Darwin gefällt, das nur wie hier. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch ihr hört Darwin gefällt, das ist der Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte mit Christian Alt und Anna Bühler. Hey, ich freue mich voll, die Geschichte heute erzählen zu können, weil die schließt wirklich nahtlos an die du in letzter Woche erzählt hast. In letzter Woche ging es ja um Ilja Ivanov, der versucht hat, Menschen und Affen zu kreuzen. Ja. Und da war ja auch schon so ein bisschen die Frage, gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen diesen beiden Arten? Genau. Gehören die irgendwie zusammen? Und genau diese Frage treibt auch meinen Protagonisten heute um. Mhm. Denn es geht um die Frage, gibt es einen Missing Link zwischen diesen beiden Arten? Also irgendwie eine Art, die davor gekommen ist. Du hast ja letzte Woche schon ausführlich erklärt, was der Unterschied ist zwischen Gattung, Art, Unterart etc. Das werde ich also nicht mehr machen, aber wir gehen heute ebenfalls genau dieser Frage nach. Woher kommt der Mensch? Unsere Geschichte heute beginnt im Jahr 1949 in London. Hier am British Museum of Natural History. Aber das war jetzt sehr amerikanisch ausgesprochen. Ja, wir sind in London. London. Wir sind immer noch in British London. Museum of Natural History. Arbeitet ein Mann namens Kenneth Oakley. Kenneth ist zu seinem Job umringt von Knochen. Tatsächlich, denn er arbeitet in der Paläoanthropologie. Hat er Dino-Knochen? Nee, das sind Menschenknochen. Okay. Also menschliche Überreste ist Paläoanthropologie, also eine Kombination aus Paläontologie und Anthropologie, also Menschenkunde und eben Fossilienkunde. Ah, okay. Menschliche Fossilien. Also man gräbt eben Knochen von frühen Menschen aus in der Hoffnung herauszufinden, wo wir Menschen eigentlich herkommen. Aha. Selbst heute, also im Jahr 2023, sind dann noch super viele Fragen ungeklärt, woher genau wir kommen. Also ich glaube, vor ein paar Wochen wurde sogar ein menschliches Fossil gefunden, das nochmal ganz neue Anhaltspunkte gebracht hat, wie lange wir eigentlich schon sesshaft sind, was praktisch die Timeline irgendwie 10.000 Jahre nach vorne geschoben hat. Oh, krass. Irgendwie sowas, habe ich gelesen. Das heißt, wir machen da bis heute noch krasse Entdeckungen und Kenneth ist so an dieser Speerspitze der Entdeckungen unterwegs. Und Kenneth ist echt schlau, weil er hat einen wissenschaftlichen Durchbruch erreicht im Jahr 1949, denn er hat eine neue Methode zur Datierung der ganzen Knochen gefunden, die da um ihn rumliegen. Diese Datierungsmethode funktioniert mit Fluor, wird kurz wissenschaftlich ein bisschen. Unsere Knochen bestehen aus Hydroxylapatit und das ist ein Stoff, der sich super leicht mit Fluor binden kann, also diesem chemischen Element.
Und wenn jetzt praktisch Knochen lang genug im flurhaltigen Boden liegen, kannst du ungefähr rausfinden, wie viel Flur haben die schon gebunden und kannst daraus eine ungefähre Datierung machen, wie lange diese Knochen da schon rumliegen. Ah, krass. Genau, super neue Hightech-Methode im Jahr 1949. Und endlich kann Kenneth Oakley das jetzt an dem berühmtesten Knochen ausprobieren, der in seinem Büro liegt, nämlich der Knochen des Piltdown-Mans. Das ist der Schädel des Piltdown-Mans. Das ist ein Schädelfragment, das im Jahr 1912 im englischen Piltdown gefunden wurde. Und dieses Schädelfragment beweist, dass die ersten intelligenten Menschen nicht in Afrika entstanden sind, sondern in England. Ich sehe deinen skeptischen Blick schon ein bisschen. Also, klar. Hab ich mal anders natürlich gelernt. Hat das ein Engländer irgendwie rausgefunden. Also, wisst ihr, das ist eigentlich, dass die eigentlich schlauen Leute, also waren wir? Genau. Wisst ihr das? Genau. Aber das ist Stand der Wissenschaft damals tatsächlich, ja, dass der erste Mensch Engländer war. Parallel hat jemand den Hunsrückmann gefunden. Das erste intelligente Wesen. Also, das wissen viele nicht, kommen aus dem Hunsrück. Ja, ist so. Also die Indizien damals, dass der erste Mensch eben kein Engländer ist, das spricht sich schon herum, dass das irgendwie, weil man findet überall auf der ganzen Welt Knochen, aber jetzt irgendwie diese Engländer, komisch. Aber dieser Schädel des Piltdown-Manns ist immer noch so ein bisschen der älteste, den sie haben. Und Kenneth Oakley will jetzt rausfinden, okay, wie alt ist dieser Schädel wirklich. Er macht also seine Flurdatierungsmethode und findet raus, dass die Knochen viel jünger sind, als sie angenommen haben. Oh. Und mit diesem kleinen Schritt sind knapp 50 Jahre Forschung in der Paläoanthropologie zunichte gemacht. Ganze Wissenschaftszweige sind jahrzehntelang in die falsche Richtung gelaufen. Alle haben sich geirrt. Und natürlich denkt die Wissenschaft jetzt so, what the fuck happened? Wer hat uns hier verarscht? Und vor allen Dingen, wie? Weil dieser Schädel ist eindeutig nicht irgendwie mehrere hunderttausend Jahre alt, sondern viel, viel jünger. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ich erzähle dir heute eine absurde Fälschungsgeschichte, die die Wissenschaft wirklich mindestens 50 Jahre zurückgeworfen hat und bis heute eine der krassesten Betrugsfälle in der Wissenschaftsgeschichte ist. Es ist die Geschichte des Piltdown Man und vom Mann, der die Knochen gefunden hat, Charles Dawson. Und das ist nicht der Mann, der die Flurprobe gemacht hat, logischerweise. Nee, okay, anderer. Alles der klar. Ist zu dem Zeitpunkt schon längst aus der Geschichte verschwunden, aber er ist der, ich sag jetzt mal, zu diesem Zeitpunkt Hauptverdächtige okay. In diesem Fall. Denn wir versuchen heute im Laufe dieser Folge rauszufinden, ob dieser Typ wirklich alle seine Freunde und die Öffentlichkeit getäuscht hat und vielleicht auch einfach nur einen alten Schädel verbuddelt hat und gesagt hat, oh, guck mal, wie alt er ist. Vielleicht. Sind braun angemalt. Genau. Vielleicht ist es so passiert. Oh Gott. Wer ist dieser Charles Dawson? Charles Dawson wird am 11. Juli 1864 in Lancashire geboren. Das ist nördlich von Liverpool und Manchester. Seine Familie war total wohlhabend, sind durch die Baumwollindustrie reich geworden. Kann man sich ausdenken, was das heißt im Jahr 1864, wenn man durch die Baumwollindustrie reich wird. Ne? Also auch profitiert vom internationalen Sklavenhandel. Aber sein Vater ist aus dem Baumwollgeschäft raus. Der ist nämlich Anwalt und weil es so ein guter Job ist, wird Charles Dawson auch Anwalt. Nach seinem Tod sagen die Leute nur die nettesten Sachen über ihn. Und seine Frau Helen sagt zum Beispiel, er war der beste und netteste Mann, der jemals gelebt hat. Oder sein Freund Sir Arthur Smith Woodward, der später noch sehr, sehr wichtig wird, nämlich auch ein Paläontologe, beschreibt ihn als immer gut gelaunt, optimistisch und voller Enthusiasmus. Außerdem soll er irgendwie total bescheiden, gewissenhaft, perfektionistisch gewesen sein und ein richtig guter Showman. Okay. So, jemand, der auch sein Publikum mit Vorträgen in seinen Bann ziehen konnte. Aber seine Leidenschaft, das ist nicht Jura, sondern Jura, das ist ein kleiner Geologiewitz. Oh. Geil, ja? Denn er ist das hätte von mir kommen können. Das ist schon gut. Also. Denn er ist ja zwar Anwalt, aber seine ganze Leidenschaft ist Knochen ausbeuteln, Forschung machen. Er ist Hobby-Paläontologe. Und schon als Kind hat er einfach viel in der Natur gespielt, nach Fossilien gesucht. Und er sammelt tatsächlich mit einem Freund die größte Sammlung an Reptilien- und Säugetierfossilien an. Tatsächlich überlassen sie ihre Sammlung 1884 dem British Museum und dafür werden sie zum Honorary Collector ernannt. Und es ist damals voll der krasse Titel tatsächlich. Er hat eine eigene Collection im British Museum, die Dawson Collection. Da werden immer neue Funde hinzugefügt. Und 1885, da ist er 21 Jahre alt, wird er aufgrund seiner vielen Entdeckungen in die Geological Society aufgenommen. Das
war für einen 21-Jährigen so die krasseste Ehre, die man sich nur vorstellen kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie so ein Junge oder so ein Teenager greift irgendwie da im Garten rum, ja. Was findet der da schon Großes? Also tatsächlich sind es Fossilien von Vögeln, okay. Zähne von Tieren. Wie valide diese Funde sind, da können wir später noch vielleicht schnacken. Ja, okay. Ja, aber zu einer Zeit, als er diese Funde macht und auch seine eigene Sammlung bekommt, war er super angesehen, hat relativ viele Dinge einfach aus dem Boden geholt. Mit großer Leichtigkeit. Okay, dann ist es vielleicht auch wirklich für so eine Wissenschaft gar nicht so unerheblich, dass irgendwie viele Leute sich sozusagen freiwillig daran beteiligen. Das gibt es ja auch so bei Vogelzählungen oder so, ne? Dass dann irgendwie groß aufgerufen wird, am Sonntag, den 3. August, stellen sich alle mal kurz in den Garten oder ans Fenster und zählen die Vögel, die da sind. Weil anders kannst du solche Daten fast nicht so leicht erheben, wie viele verschiedene Arten von Vögeln es gibt. Und wahrscheinlich ist das ähnlich, ne? Dass sie irgendwie darauf angewiesen sind, dass irgendwie Jungs im Garten graben und ein paar Zähne rauskramen. Genau so ist es. Also damals war das auch jetzt nicht irgendwie verpönt oder so, sondern das war tatsächlich auch im System so angelegt. Und die Paläontologie bzw. die Paläanthropologie, für die war das super wichtig, dass da Leute wie Charles Dawson einfach waren. Also es gibt zum Beispiel ein Zitat von Sir Arthur Keith, bedeutender Paläanthropologe, der schreibt in seinem Nachlass: "That great class of man who gifted driving power to British science, the thinking, observant amateur. Without that class to serve as scientific scouts, we could make little progress in our knowledge of the past." Also praktisch, diese Leute freuen sich einfach wahnsinnig, dass es Amateure gibt wie ihn, die der Wissenschaft helfen. Und tatsächlich ist so der Ausgangspunkt der Geschichte auch richtig gut für ihn. Er ist einfach zu der richtigen Zeit geboren, Charles Dawson. Nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts herrscht richtige Aufbruchstimmung in der Archäologie und der Paläontologie. Das sind ja zwei Disziplinen, also Archäologie befasst sich mit der Erforschung von menschlichen Aktivitäten und Kulturen und Paläontologie eben jetzt um Knochenfunde. Und Charles Darwin, der ja in diesem Podcast im Titel steht, hat maßgeblich an der Entstehung und Weiterentwicklung der Paläontologie als Wissenschaft einfach mitgeholfen. Mhm. Ist natürlich sein Werk zu nennen, die Entstehung der Arten, das eben auch so einen kleinen Fossilien-Hype ausgelöst hat. Echt? Und eben auf Fossiliensuchen erst möglich gemacht hat. Weil man dann plötzlich dachte, okay, wenn wir vielleicht alte Fossilien finden, können wir Rückschlüsse dazu führen, wer wir eigentlich sind. Also es ist ja eine krasse Abkehr von der Schöpfungslehre, wo du sagst, okay, Gott. Und am sechsten Tag, ne, hat er den Menschen geschaffen und irgendwie aus der Rippe von Adam formt er noch Eva. So ein Bullshit. Ja, das haben ja Menschen ganz lange geglaubt. Ja, ja, ne? Aber plötzlich gab es eine neue Theorie, wie wir Menschen entstanden sein könnten. Und tatsächlich geht es dann auch relativ schnell darum, so eine Verbindung zu finden zu Vorahnen von uns. Werbung. Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht. Am Ende des Jahres, ne? Also die Tage werden kürzer, es wird wieder kälter draußen, so langsam kommt so ein kleiner November-Blues in mir auf, werde ich manchmal so ein bisschen melancholisch und denke, hey, es ist alles gerade auch ein bisschen too much. Es ist gerade aber auch wirklich alles too much. Also ich meine, du kannst die Nachrichten nicht aufmachen, ohne echt traurig zu werden. Also so Klimakrise stapelt sich auf Inflation, stapelt sich auf Kriege. Ja. Ja. Alles ist furchtbar, das stimmt. Und das Schlimme ist, dass auch irgendwie alles gleichzeitig passiert. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Ja. Und ich glaube, dass der Podcast, den wir heute vorstellen, dieses Gefühl, das ich so tief in mir drin habe, so ein bisschen besser beschreiben kann. Denn der Podcast heißt Schmetterlingseffekt und ist vom Deutschlandfunk, ein Storytelling-Podcast. Der eröffnet nämlich neue Perspektiven auf die Krisen unserer Zeit. Genau, dieser Podcast, der erzählt von Menschen, die in ihrem Leben die Zeitenwende spüren. Also das können kleine Momente sein, die aber für viele eine große Wirkung haben. Aus diesen Geschichten von den ProtagonistInnen wird dann aber auch immer so das größere Bild, the bigger picture, abgeleitet. Also schon eine gesellschaftliche, vielleicht sogar weltpolitische Dimension, vor der sich das Ganze abspielt. Und die Geschichten zeigen, auch dein Leben, also das Leben der HörerInnen, hängt irgendwie mit allem anderen zusammen. Ich bin total gespannt auf diesen Podcast. Den Podcast Schmetterlingseffekt vom Deutschlandfunk findet ihr jetzt in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und alle Infos und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Heutige Lehrmeinung ist ja, dass wir Menschen und Menschenaffen einen gemeinsamen Vorfahren haben. Ja, genau. Damals dachte man noch so, okay, vielleicht finden wir ein Bindeglied zwischen dem Menschen und dem Affen. Also irgendwie so was dazwischen. Das ist praktisch Zwischenwesen so ein Zwischenwesen. Das wird immer als Missing Link bezeichnet. Okay.
Und wenn wir dieses Zwischenwesen finden, dann wissen wir genau, wie die Evolution funktioniert hat. Und dann verstehen wir mehr, wer wir sind. Ich muss mal ein bisschen ausholen, auch zu den Frühmenschenfunden, das ist auch wirklich spannend einfach in der Zeit. Also 1856 wurde der erste Frühmenschenfund registriert, der Neandertaler. Aha, ja. Der hat vor rund 40.000 Jahren gelebt und in Indonesien wird 1891 eine Art gefunden, die man heute Java-Man nennt, nämlich auf der Insel Java gefunden. Eine Homo erectus-Art. Und wir auch in Deutschland hatten tatsächlich einen krassen Fund, nämlich den Heidelberg-Man. Nicht dein Ernst? Wirklich? Ja. Nee, noch nie. Aber das klingt wie Hunsrückmann. Ja, genau. Nämlich der Heidelberg-Man. Der Heidelberg-Man. Der nicht in Heidelberg gefunden wurde, sondern im Dorf Mauer, das bei Heidelberg liegt. Das ist nicht der Mauer-Man. Nicht der Mauer-Man, sondern der Heidelberg-Man. Finder war der Arbeiter Daniel Hartmann. Der findet praktisch diese Knochen einfach an so einer Sandgrube. Hat er auch ausgegraben. Hat er ausgegraben, genau. Dann geht er abends in die Kneipe und sagt so. Guck mal, Knochen. Pass auf, ich habe das genaue Zitat wahrscheinlich auf, ist das badisch, ja. Heid habe ich den Adam gefunden, hat er gesagt. Geil. Genau. Also der Heidelberg-Man war einfach so ein krasser wissenschaftlicher Meilenstein. Der Heidelberg-Man hat vor 700.000 bis 300.000 Jahren vor Christus gelebt. Und jetzt wollen halt nach diesen Funden, nach dem Heidelberg-Man in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, alle noch mehr Dinger finden. Noch mehr Mans finden. Noch mehr Mans. So, jetzt haben wir schon gesagt, mehr Mans. Wir haben Neandertaler. Ja. Im Neandertal. Genau, welche gibt's alle jetzt gerade? Welche Mans haben wir? Also wir haben Heidelberg-Man. Ja. Wir haben Neandertal-Man. Neandertal-Man. Und wir haben Java-Man. Java-Man. Das ist auch schon fast Avengers. Genau. Das ist einfach fast wie Avengers. Bald haben wir fünf zusammen. Also wir haben praktisch Funde auf dem europäischen Festland und in Indonesien. Okay. Aber weißt du, wo wir noch keine Funde hatten? In Großbritannien. In Großbritannien. Oh, da kommt doch kein Pittsburgh-Man. Piltdown-Man. Piltdown-Man. Genau. Wie so oft ist es so, dass sich die Leute anfangen zu streiten. Also Nationalismus ist einfach zu der Zeit ein Riesenthema. Die Paläontologen auf dem europäischen Festland haben ein bisschen die Nase gerümpft über die Leute in England, weil die halt noch nichts gefunden haben. Ach so. Und haben die Pebble Hunters genannt, also so Kieseljäger. Die haben nur so kleine Kiesel aus dem Sack gezogen. Okay. Und die finden eigentlich gar nichts. Aber das heißt, man geht schon davon aus, dass man quasi auf jedem Erdteil irgendwie eine Ausgrabung finden müsste, weil wahrscheinlich war irgendwie Großbritannien die Insel auch schon besiedelt. Also muss ja auch vorstellen, zu der Zeit hatten wir noch nicht diese ganzen Datierungsmethoden und darauf kommt es ja auch irgendwie an. Also es ist ja schön, wenn du überall Knochen findest, aber es kommt ja auch darauf an, wie alt sind die Dinger und wo findest du einfach die frühesten Knochen. Ja. Und die haben wir nach heutigem Wissenschaftsstand einfach in Afrika gefunden, wo wir sagen, okay, die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Und das war damals aber noch unklar, weil wir eben diese Datierungsmethoden nicht so genau hatten. Und dann hat man auch ein bisschen geschaut, oh ja, sieht alt aus, oh ja, okay, passt. Tatsächlich ist es jetzt auch so für Charles Dawson und seine Freunde so ein bisschen ein Auftrag von Nationalehre, eben da vielleicht auch mal was zu finden. Das wäre ja ganz geil. Ja. Charles Dawson macht tatsächlich auch in der Zeit irgendwie Karriere. Also ab 1890 leitet er eigene Ausgrabungen. Er findet nicht nur Fossilien, sondern auch Artefakte aus dem Römischen Reich und ist da wirklich, wirklich gut im Geschäft. Jetzt haben wir schon tatsächlich ein bisschen später, weil innerhalb von 30 Jahren, Charles Dawson ist jetzt, glaube ich, Mitte 40, hat er unfassbar viel Zeugs aus der Erde geholt. Also du hast eben gefragt, was hat er denn so entdeckt? Er hat zum Beispiel eine Fischart entdeckt, den Lepidotus mantelli, eine Pflanzenart, die Salagiella Dawsoni. Also Dawson, benannt. Und gleich drei Dinosaurierarten. Wow. Eine davon ist auch nach ihm benannt, nämlich der Iguanodon Dawsoni. Der wird 1888 gefunden. Das sind alles Spezies, wo auch heute die Wissenschaft noch sagt, ja, die hätte man damals auch dort finden können. Das ist total valide. Man hat sich natürlich irgendwann später die Funde angeschaut. Ne? Mhm. Die kann man auch da finden, weil die sollten auch dort sein. Also wenn du da jetzt anfängst zu buddeln, da kannst du was finden. Aber das sind ja alles nur kleine Funde. Wir sind ja hier so ein bisschen Detektivmodus. Wir sind ja im Jahr 1949 gestartet, dass wir einfach wissen, okay, irgendwas ist passiert mit diesem Schädel, irgendwas stimmt damit nicht. Wir wurden reingelegt. Die Frage ist einfach, von wem? Und wenn man so detektivmäßig an so Stories rangeht, hat man ja immer, kennt man ja aus dem Tatort oder so, Detektiv haben immer so drei Sachen. Motiv, Gelegenheit und Mittel. Aha. Ich habe tatsächlich gegoogelt, in der Betrugsforschung gibt's andere. Ach so, echt? In der Betrugsforschung gibt's das sogenannte Betrugstreieck, das Fraud Triangle. Was ist das? Motiv, Gelegenheit und Rechtfertigung. Es ist, wenn
Also wir arbeiten hier in der Firma und wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt Gelder veruntreuen, dann kann ich Motiv haben, okay, Motiv ist, ich will reich werden, ja. Gelegenheit ist, ich habe den Schlüssel zur Kasse. Genau. Und Rechtfertigung ist aber in so sozialen Kontexten super interessant, weil Rechtfertigung ist, aber andere haben auch irgendwie was gekriegt. Oder irgendwie so eine innere moralische Rechtfertigung, die man irgendwie braucht, um dann Betrug zu begehen. Das ist in der Betrugsforschung heute so. Interessant. Entstehender Begriff, das Betrugsdreieck. So, jetzt würde ich gerne mal bei Dawson schauen, ob er das Dreieck hat. Okay. So ein bisschen. Sein Motiv ist nämlich irgendwie klar, tatsächlich. Er will bekannt werden als Paläontologe. Ja, im Jahr 1909 schreibt er einen Brief an seinen Freund Woodward. Wie gesagt, Arthur Woodward, mit dem macht er auch viele Entdeckungen. Der wird später nochmal wichtiger. In einem Brief an ihn schreibt er, ich warte jetzt schon so lange auf meinen einen großen Fund und der scheint nicht zu kommen. Er wartet außerdem auf die große wissenschaftliche Anerkennung als Archäologe und träumt davon, in die Royal Society aufgenommen zu werden. Also in die Wissenschaftsgemeinde der UK. Und tatsächlich würde er gerne diesen Status des Amateurs auch irgendwann ablegen. Er hat einfach so ein Ding, er wird jetzt gerne in die erste Liga und da muss man einfach auch mal was Großes geleistet haben und auch mal was vorweisen können. Aber was für ein Glück, er macht jetzt bald einen großen Fund, der Charles Dawson. Das weiß er selber schon, die anderen noch nicht. Hier auch wieder die Perspektive von seinem Freund Arthur Woodward, der bekommt nämlich einen Brief von ihm. Am Morgen des 15. Februar 1912, da setzt sich Arthur Woodward an seinen Schreibtisch und geht wie immer als erstes seine Post durch. Und einer der Briefe, die da vor ihm liegen, der wird seine Karriere und sein ganzes Leben für immer verändern. Der Brief ist von Charles Dawson und er sagt, My dear Woodward, I have come across a very odd Pleistocene band, which I think is going to be interesting. Also er sagt praktisch, ich habe einen gefunden, der ist von der Festigkeit her genauso wie der Heidelberg-Man. Er hat einen menschlichen Schädel gefunden und Woodward weiß sofort, was das bedeutet. Fuck, das ist huge. Tatsächlich erzählt er noch mehr, wie er diesen Schädel gefunden hat, der Dawson. Er sagt, er sei vor vielen Jahren beim Abendessen auf einem Gut in seinem Nachbarort Piltdown gewesen und auf den Schotterwegen vor dem Haus seien ihm kleine braune Feuersteine aufgefallen. Er fragte, woher die Steine stammten und der Gutsherr sagte, aus meiner eigenen Kiesgrube hinter dem Haus. Ah. Also Dawson vermutet jetzt, dass dort alte Gesteinsschichten abgetragen wurden und sagt dann zu den Arbeitern, sie sollen die Augen nach allem aufhalten, was irgendwie kein Kies ist. Und tatsächlich bringt ihn dann ein Arbeiter im Jahr 1912 dieses Stück Schädel und sagt, guck mal, was wir gefunden haben. Das heißt, er findet es ja nicht mal selber. Das ist so das kleine, feine Detail, was ich gerade kurz rausgehört habe. Also Woodward, sein Kumpel, ist komplett gehuckt, lässt alles stehen und liegen und will jetzt eine nächste Ausgrabung machen. Aber weil es so regnet, müssen sie noch warten bis zum 2. Juni. Es gibt ein Grabungsteam, das besteht aus Woodward, Dawson und dem Franzosen Pierre Teilhard de Chardin, die alle tatsächlich dann später verdächtigt werden, irgendwie diesen Piltdown-Man vielleicht auch erfunden zu haben. Deswegen nenne ich die Namen so oft, weil die sind alle Teil einer Conspiracy. Zwischen Juni und August finden die Männer weiter Schädelfragmente und Sensation einen Unterkiefer, der so aussieht wie der eines Affen. Geil. Es fehlt zwar so ein kleines Verbindungsstück zwischen Kiefer und Schädel, aber trotzdem gehen die davon aus, dass es zum selben Kopf gehört. Und jetzt ist der Moment, wo die denken, okay, vielleicht ist das dieser Missing Link. Vielleicht haben wir ja... Ah, der zwischen Mensch und Affe. Genau, also sie finden dann einen vergleichsweise kleinen Schädel mit einem schimpansenähnlichen Kiefer, mit einer Mischung aus Primaten und menschlichen Zähnen. Und es gibt dann so eine Schädelrekonstruktion von Woodward. Und ich zeig dir mal diesen Kopf jetzt. Das ist das jetzt das Fundstück, oder was? Das ist was das Fundstück. Alles, was weiß ist, ist eine Konstruktion aus Gips. Aber das, was braun ist, das haben sie wirklich gefunden. Okay. Oh, krass. Okay, alles klar. Das Weiße ist natürlich nachgebaut, aber das Braune sieht auch super clean aus. Sieht eigentlich aus wie ein Stück Holz auf diesem Foto. Okay, aber es ist sehr viel. Also es sind sehr große Stöcke. Das ist wirklich so ein Großteil des Schädelknochens und ein riesengroßes Teil vom Kiefer, genau. Also die ist ein bisschen Alien. Ja, genau, weil sie so langgezogen ist vorne, so ein bisschen, ne? Ja. Also so, das ist wirklich eine andere Spezies und davon gehen die dann damals dann auch aus. Okay. Sie finden auch andere Fossilien in dieser Kiesgrube, also irgendwie ein Zahn von einem Nilpferd und eine ausgestorbene Elefantenart, aber das Wichtige. Warte mal, eine ausgestorbene Elefantenart in Großbritannien. Klar! Hey. Da war noch ein Einhorn dabei auch, aber what? Natürlich. Ja,
Auf jeden Fall, die haben eine große Entdeckung gemacht und die planen das jetzt im Dezember 1912 vor der Geological Society zu präsentieren. Aber es gibt eine anonyme Quelle, die das Ganze schon im November an die Presse legt und die gehen halt voll ab. Also es ist wirklich auf allen Titelseiten in England damals. Der Manchester Guardian titelt zum Beispiel am 21. November 1912 The Earliest Man, Remarkable Discovery in Sussex. Und ein anderer Titel war The First Man Was an Englishman. Na klar. Und genau, und auch im Artikel dann eben dieser Missing Link zwischen Menschen und Menschenaffen. Und als Dawson und Woodward ihre Entdeckung präsentieren, ist der Konferenzraum so voll wie noch nie zuvor. Alle wollen diese Entdeckung sehen und denken, oh mein Gott, wir sind wieder wer, weil der erste Mensch war ein Engländer. Mhm. Geil. Dawson wird über Nacht berühmt tatsächlich. Woodward gibt der Spezies den Namen Eanthropus Dawsoni. Eanthropus bedeutet so viel wie Mensch der Morgendämmerung. Und das ist so eine Abgrenzung zur Gattung Homo, weil man davon ausging, dass es eben eine Übergangsspezies war zwischen Affe und Mensch. Heute komplett widerlegt, by the way. In der Öffentlichkeit ist es bekannt als Piltdown Man. Ein absurdes Detail, das ich dir nicht verschweigen will an der Stelle. Die graben natürlich weiter und zwei Jahre später finden sie, beziehungsweise Dawson, in der gleichen Kiesgrube ein aus Elefantenknochen gefertigtes Werkzeug, das fast einen halben Meter lang war und aussieht wie ein Cricketschläger tatsächlich. Und wofür dieses Werkzeug genutzt wurde, weiß man nicht. Aber natürlich denken die Engländer, boah, die haben schon Cricket gespielt vor 300.000 Jahren. Klar. Ist das nicht dumm? Die hatten sonst nichts zu tun. Ja, geil abhängen, Eier baumeln lassen und Cricket spielen. Das ist es. 1915 finden sie tatsächlich noch Piltdown 2, also einen weiteren Piltdown Man. Wo genau, verrät Dawson nicht, wo genau er das in dieser Kiesgrube gefunden hat. Okay. Weil er wird auch daraufhin schwer krank tatsächlich, leidet an der Sepsis. Und er stirbt auch tatsächlich im Jahr 1916. Oh, krass. Das heißt, Dawson bekommt von dem Ruhm gar nicht mehr so viel mit. Der kommt eigentlich vom ersten Piltdown Man schon. Genau, aber nur die ersten Jahre nicht so richtig, genau. Ja. Sie präsentieren dann nach seinem Tod die Ergebnisse von Piltdown 2 der wissenschaftlichen Community und die sind auch total begeistert, wobei natürlich auch schon die Zahl der Skeptiker so langsam zunimmt. Warum? Das liegt daran, dass man nicht aufhört, auf anderen Erdteilen Entdeckungen zu machen. 1924 wird zum Beispiel der Australopithecus africanus entdeckt. Mhm. Das ist eine Menschenart in Südafrika, die super alt ist. Die ist auch noch auf dem Kontinent entdeckt worden, von dem wir denken, dass wir daherkommen. Und deswegen finden es immer mehr Leute einfach super sus, dass wir diesen Piltdown-Man gefunden haben. Aber wissenschaftliche Methoden sind ja, man muss erstmal so einen Fund auch falsifizieren. Also musst mir erstmal sagen, dass es nicht so ist, dass da dieser Piltdown-Man ist, weil der Schädel sieht gut aus, der Knochen sieht gut aus. Wir gehen jetzt einfach mal weiter davon aus, dass dieser Piltdown-Man existiert und echt ist. Also normalerweise ist es so, wenn du so Fossilien findest, dann kannst du da weitergraben und du findest irgendwann mehr. So. Ja. Aber nach dem Tod von Dawson, gibt's nichts mehr in der Kiesgrube. Also finden sie nichts mehr. Also wenn, genau, weil Dawson nicht mehr dabei ist, ja, logischerweise. Genau. Ja, dem fällt halt nichts mehr aus der Tasche. Oh, genau. Woodward geht irgendwann in Rente tatsächlich und er verschreibt seine ganze Rente dem Piltdown Man, zieht nach Piltdown, um in dieser Kiesgrube jeden Tag zu buddeln in seiner Rente. Und versucht noch mehr zu finden, aber er findet sein ganzes Leben. Oh, das ist richtig traurig. Und Woodward ist tatsächlich auch der Hauptschuldige, wenn es darum geht, dass die Wissenschaft so lange auf der falschen Spur war. Weil Woodward hat wie so eine Glucke auf diesen Knochen gesessen im British Museum und hat praktisch niemandem erlaubt, diese Knochen sich genau anzuschauen. Und hat einfach so allen gesagt, ja, das ist so, stell keine Fragen mehr, so ungefähr. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt vom Anfang der Folge. Wir haben jetzt Kenneth Oakley, diesen jungen Mann eben vom British Museum, der jetzt eine neue Datierungsmethode erfunden hat und feststellt, oh fuck, irgendwie, die sind viel jünger als gedacht. Aber wie es in der Wissenschaft so ist, da läuft er jetzt nicht irgendwie Heureka schreiend irgendwie raus und sagt, oh mein Gott, es ist so, sondern Kenneth Oakley will ganz sicher sein, ruft erstmal noch einen Kollegen an, Joseph Weiner, der macht auch nochmal eine Analyse und dann fällt denen so auf, also jetzt, wo sie die Knochen genau anschauen können, irgendwie die Backenzähne, die waren bei anderen Affenarten nie so abgerieben. Menschen
kauen anders als Affen tatsächlich, was dazu führt, dass unsere Backenzähne anders abgerieben sind als die jetzt von Menschenaffen. Joseph Weiner sagt dann so, also dieser andere Forscher, hey, können wir uns diese Backenzähne nochmal genau anschauen? Oakley schaut sich das an und sagt so, ich bin überzeugt, dass ich an den Zähnen Spuren von künstlichem Ableber kenne. Das heißt, irgendjemand hat die einfach flach geschliffen. Ja. Boah, krass. So, das ist jetzt der Moment, wo zum ersten Mal das Wort Fälschung wirklich fällt. Wir haben jetzt Anfang der 50er Jahre. Aha. Weiner, also dieser Kollege, der reist jetzt nach London, um mit Oakley weitere Tests durchzuführen. Die machen noch eine Altersbestimmung. Die untersuchen die Verfärbungen der Oberfläche. Du hast eben schon gesagt, die sehen so braun aus. Genau. Auch das sieht irgendwie merkwürdig aus. Und anscheinend war diese Verfärbung der Zähne mit Farbe draufgepinselt von irgendjemandem. Oh, krass. Und jetzt, fast 40 Jahre später, am 21. November 1953, geht Piltdown wieder durch die Weltmedien, aber eben als einer der größten Betrugsfälle in der Wissenschaftsgeschichte. Und 2 Jahre später, als die Technik wieder einen Schritt weiter war, können Oakley und Weiner sogar belegen, dass der Unterkiefer zu einem Orang-Utan gehört hat. Ach krass, und wahrscheinlich einer, der irgendwann 1890 oder so gestorben ist oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Oh. Erschossen einfach von Dorsten. Oh nein. So. Ja, also irgendjemand hat einen Menschenschädel, einen Orang-Utan-Schädel einfach zusammengeklebt und das ist der Piltdown-Man gewesen. Oh shit. Und 1959 haben wir jetzt endlich eine neue Datierungsmethode, also wirklich, es geht dann Schlag auf Schlag in den 50ern. Ja. Wir haben dann C14-Methode und es kommt raus, dieser Schädel stammt aus dem Mittelalter, so, die sie da gefunden haben. Und der Orang-Utan-Kiefer war auch erst 200 Jahre alt. Also nichts irgendwie 100.000 Jahre in der Vergangenheit. Jetzt steht für ein für alle mal fest, dass dieser Piltdown-Man eine krasse Erfindung war. Jetzt steht nur noch die Frage im Raum, wer denn eigentlich? Wer war das? Ja. Ich gehe jetzt mal die Liste der Verdächtigen mit dir durch. Also wir haben irgendwie Tyler de Chardin, der war bei der ersten Ausgrabung dabei, der war Zeuge dieser Ausgrabung, aber irgendwie nimmt man ihn nicht so ernst, weil er eben bei der zweiten Ausgrabung noch nicht mehr dabei war, wo Piltdown 2 gefunden wurde und da wurde er auch gefälscht. Ah ja, okay. Wer auch auf der Liste steht, was mich sehr überrascht hat, ist Sir Arthur Conan Doyle, also der Autor von Sherlock Holmes. Hä? Wie kommt der dahin? Ja, weil Doyle hat ganz in der Nähe von Piltdown gewohnt zu der Zeit und ist da an dieser Kiesgrube immer spazieren gegangen. Hat so geguckt, hallo, na, wie geht's? Echt? So, ja, wir graben hier rum. Ah ja, okay. Ah, der hätte das reinwerfen können. Arthur Conan Doyle hat einen Streit mit der Presse und mit der Wissenschaft. Weil Arthur Conan Doyle war anscheinend überzeugt, dass Geister echt sind. So, und die Wissenschaft zu der Zeit so, nein. Und da war die Vermutung, dass Arthur Conan Doyle der Wissenschaft einen Streich spielen wollte und sagte, ihr glaubt, ich bin irrational. Guck mal, an welche Scheiße ihr denn bitte glaubt. Hier, einmal Piltdown-Man für euch. So. Geil. Aber der wird dann auch irgendwie ausgeschossen, weil warum sollte Arthur Conan Doyle über Jahrzehnte die Wissenschaft, nein, auch irgendwie Quatsch. Um seinen Punkt zu machen, hätte er es ja irgendwann auflösen müssen, ne? Damit er sagen kann, guckt, was ihr glaubt. Ja. Und jetzt glauben wir halt mal alle an Geister, bitteschön. Was ich an der Geschichte auch so mag, ist es so, da gibt es so viele Weirdos, also Dawson ist ein Weirdo, Woodward ist ein Weirdo, aber auch der Assistent von Woodward ist ein Weirdo, nämlich Martin Alistair Hinton. Der streitet sich andauernd mit Woodward, wird aber allerdings erst in den 70er Jahren verdächtigt, weil Hinton dann stirbt und man findet in seinem Nachlass eine ganze Kiste voller Knochen. Und voller Zähne. Krass. Der hat immer so eine Kiste, wo einfach Fossilien drin sind. So, oh scheiße, was hat der Opa denn hier? So ungefähr. Und deswegen, als man diese Kiste sieht, denkt man, okay, vielleicht war der auch beim Piltdown-Man beteiligt. Ja. Weil vielleicht sind das irgendwie gefälschte Knochen und der hat jetzt alles untergejubelt oder so. Okay. Aber auch da geht es auch nicht so wirklich weiter. Tatsächlich ist der Hauptverdächtige Charles Dawson. Ja, er hat nicht nur Piltdown 1 und Piltdown 2 gefunden, er war immer dabei. Nach seinem Tod gab es keine Entdeckungen mehr. Mhm. Alles sehr, sehr sus. Aber wie willst du das jetzt beweisen, dass Charles Dawson das war? Und der Beweis kommt tatsächlich erst im Jahr 2016. Wie bitte? Ja. Krass. Nämlich die Paläoanthropologin Professor Isabel de Grote von der Uni Liverpool, hat jetzt alle allerneuesten Methoden angewendet, um die Fundstücke zu untersuchen. Aha. Und sie entdeckt etwas, das die Wissenschaft vorher noch nicht entdeckt hat, nämlich Fingerabdrücke. Das wäre geil. In den Hohlräumen, in den Zähnen und Knochen waren mit so Kleber
verklebt mit so Kitt. Und die Hohlräume, die waren außerdem mit winzigen Steinchen gefüllt, um die Zähne und Knochen zu beschweren. Und dieser Kitt ist überall auf Piltdown 1 und Piltdown 2. Und deswegen ist für das Team von De Grote klar, okay, der Mensch, der diesen Fake gemacht hat, hatte am Anfang Zugang zu allen Knochen. Und es war eigentlich nur ein Mensch, der immer Zugang hatte zu diesen Knochen, nämlich Charles Dawson. Okay. Weil praktisch Woodward erst später dazu kam. Und Charles Dawson hat aber immer die Dinger ihm geschickt. Und hat, guck mal, was ein Arbeiter gefunden hat. Ah. Also Charles Dawson war immer beteiligt an diesem Anfang. Und tatsächlich fällt in dieser ganzen Dawson-Affäre dann eben auch noch weitere Funde irgendwie auf. Mindestens 38 seiner Funde, inklusive Piltdown Man, gelten heute als klare Fälschungen von Charles Dawson. Bei vielen weiteren lässt es sich nicht klar belegen. Außerdem hat er plagiiert ohne Ende. Ganze Passagen hat einfach kopiert. So, er war einfach Amateurwissenschaftler bis zum Schluss, der einfach Grenzen überschritten hat, um den großen Fund zu machen, den er aber nie wirklich gemacht hat. Tatsächlich, ich habe eben schon gesagt, das hatte krasse Folgen auf die Forschung. Es ist wirklich so, der Piltdown Man hat so ein paar Annahmen damals auch befeuert, von denen man lange Zeit dann ausgegangen ist. Also erstens, der Mensch ist in Europa entstanden. Das ist eine Annahme. Und natürlich, es entwickelt sich zuerst das Gehirn, dann der aufrechte Gang. Dachte man damals. Ja. Aber umgekehrt ist richtig. Also zuerst kam der Gang, dann kam das Gehirn. Und das war einfach so ein nationalistischer, rassistischer Traum, dass irgendwie der erste schlaue Mensch auf diesem Planeten ein Engländer gewesen ist, weil man das zu dieser Zeit nicht in seinen Kopf gekriegt hat, dass wir halt aus fucking Afrika kommen. Es ist so. Ja. So, aber das irgendwie haben das diese Kolonialherren nicht in ihre Birne gekriegt. Und deswegen hat der Piltdown Man auch dafür gesorgt, dass wir einfach 50 Jahre lang einfach von falschen Dingen ausgegangen sind. Also man ist sich erst seit eben der Piltdown Man ein für alle Mal als Fake sich herausgestellt hat, sicher, dass wir eben aus Afrika kommen, so, wenn man sagt, okay, alle Funde, bis auf einer, zeigen auf Afrika. Ja. Wir haben diesen einen jetzt aussortiert, es ist Afrika. Genau, und tatsächlich wird der Piltdown Man auch heute noch von so Kreationisten, also Menschen, die an die Schöpfungslehre glauben, als ein Argument hervorgebracht, dass die Evolutionstheorie ein Scam ist. Ah. Und Isabel de Grote, die dann eben vor 6, 7 Jahren diesen krassen Fund gemacht hat, sagt, hey, wir müssen einfach lernen, als Wissenschaft nicht zu sehen, was man sehen will, sondern objektiv zu bleiben und Forschungsergebnisse immer wieder zu hinterfragen, auch wenn sie noch so fucking convenient sind, dass der erste Mensch ein Cricket-spielender Engländer gewesen ist. Das war die Geschichte von Piltdown Man. Ein absurder Betrugsfall zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich finde es so überraschend, dass es über 100 Jahre braucht, um einen Scam aufzudecken. Weil man denkt sich ja immer, wenn in der Zeit, wo es möglich ist, diese Fälschung herzustellen, muss es doch Mittel geben, auch diese Fälschung aufzudecken. Also das hat mich an dieser Geschichte gerade völlig, lässt mich total im Leeren, dass man so lange brauchen kann, bis man sowas aufdecken kann, weil das muss ja dann richtig gut gewesen sein. Ja, und die Wissenschaft will natürlich auch einfach bombensicher sein und eben Annahmen treffen, von denen sie dann auch wirklich überzeugt ist. Und das dauert auch einfach, dann so einen Grad an Sicherheit einfach herzustellen, dass du sagst, nee, das ist Fake, Leute. Ja, aber dass es nicht jemand in die Hand nimmt und irgendwie, keine Ahnung, schüttelt oder mal irgendwie fester. Genau. Och, das ist da Kies drin. Oder dass man irgendwie sieht, ah, das sind Klebe, also das muss irgendwie verklebt sein. Also das krass, das kann ich immer noch nicht fassen, dass das nicht aufgefallen ist. Ja, und auch, dass dieser Woodward, also sein Kumpel, da einfach 30, 40 Jahre auf diesem Fund einfach gesessen hat, wie so eine Glucke. Ja, wusste er es schon? Frage ich mich das da? Frage ich mich auch. Ne? Aber vielleicht hat er es irgendwann gecheckt und dachte sich so, okay. Wenn das jetzt alle rausfinden, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Deswegen muss ich das horten. Deswegen muss ich wie eine Glucke draufsitzen. Ja. Weil zumindest zu meinen Lebzeiten sollen die Leute es nicht rausfinden, weil die Schmach will ich mir nicht antun. Es hat ja auch für beide funktioniert. Ja, also stimmt. Also die sind beide ins Grab gegangen in dem Wissen, dass sie eigentlich eine große Entdeckung gemacht haben. Genau. Voll die geilen Mega-Checker sind. Total. So. Das ist schon absurd. Was würde Dawson sagen, wenn er jetzt 2016 wieder aufgewacht wäre? Ich glaube, Dawson hätte einfach einen aufklärerischen Verschwörungs-YouTube-Kanal gemacht. So, hey, ihr dürft der Wissenschaft nicht glauben. Leute, schaut euch mal einen Fund doch an. Es ist so. Und kommt in die Gruppe. Da könnt ihr geil investieren bei mir. Genau, okay. So ein Typ. Das stimmt, okay. Ja. Aber weißt du, was Charles Dawson auf seinem YouTube-Kanal auch gemacht hätte?
Er hat sein Video beendet mit Däumchen werden Träumchen. Bitte macht die Glocke weg, macht das Plus weg. Glocke. Was sagt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Und genau das mache ich jetzt auch. Liebe Damen, gefällt das HörerInnen. Glocke weg. Schreibt uns Kommentare auf Spotify, auf Apple Podcast, bewertet uns, erzählt euren Freunden von dem Piltdown Man, von dem Podcast und seid nächste Woche wieder dabei. Und kommt in unsere Gruppe, aka folgt uns bei Instagram, @DarwinGefällt das. Genau. Nächste Woche erzähle ich euch die Geschichte von dem Typen, der ohne Probleme als die größte Umweltsau aller Zeiten bezeichnet werden kann. Kleiner Teaser, er hat die Ozonschicht auf dem Gewissen. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Anna Scholz. Redaktion Lina Kempenich und Schalker Tätig. Produktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian. Der 7-1-Audio Podcast-Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, hier sind wir nochmal. Wir sind Niklas und David. Und wenn euch diese Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen hat, dann können wir euch nur sehr empfehlen. Kommt mal rüber zu uns. Hört mal bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also, wir öffnen die Tür. Und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also, vielleicht habt ihr jetzt noch was vor. Vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch. Vielleicht wollt ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen sauber machen, aufräumen. Oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa. Dann hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in den Hosen Tasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental Bereicherung im Mindset. Falls ihr Mindset-Defizite aufweist. Komm we vorbei. Got you covered. Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.